Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hey meine Lieben. Hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Vlog. Wie ist jetzt mein Anfangs... Start nicht eingefallen. Wir sind jetzt beim Hofa. Wir gehen jetzt noch schnell einkaufen. Wir brauchen einige Kleinigkeiten. Wir fahren ja bald in den Urlaub. Also heute ist Samstag, also morgen in der Früh. Nein, nicht morgen in der Früh. Montag in der Früh, Sonntag in der Nacht, wie man es nehmen will. Fahren wir auf Urlaub und wir kaufen jetzt für unterwegs was zum Essen. Dann kaufen wir, müssen noch zum DM. Ich brauche so Duschgel und sowas, Abschminkpads. Und ja, einige Sachen brauchen wir noch. Ich glaube auch so einen Schirm. Für den Strand, bin mir nicht mehr sicher, ob der vom letzten Jahr noch okay ist. Und ja, wir sind mit den zwei Kleinen, ich glaube, der Papa ist schon losgestiegen. Wir sind mit den zwei Kleinen. Oh, und Luisa schläft noch. Oh, was ist das? Haltest du sie? Lara, magst du drinnen sitzen? Komm. Oh mein Gott, schau, es gibt Edelstahl-Trinkhalme ab Montag. Ich wollte welche sowas vom Amazon bestellen, aber die gibt es jetzt beim Hofer. Da muss ich der Marina sagen, dass sie mir welche kaufen soll. Wir können auch am Montag. Ja, Montag. Mist! Also nicht, ein bisschen riesig, oder? Keine Gummibärchen, wir haben zu Hause Gummibärchen. Magst du sie halten? Soll ich? Wir sind jetzt fertig mit Kaufen. Wir sind fertig mit Kaufen. Also mit Einkauf. Und schaut mal, was wir uns geholt haben. Wir haben uns einen kleinen Kühlschrank gekauft. Wir wollten zuerst so eine kleine Kühltruhe kaufen, die man so ansteckt im Auto. Haben wir leider keiner mehr gefunden und wir haben jetzt diesen Kühlschrank gefunden. Aber wir haben gar nicht geschaut auf die Rechnung, ob der jetzt vergünstigt war. 75, ja, wir haben gesagt. Hast du geschaut? Okay, passt. Ja, passt. 75 Euro. Weil der hat 90 Euro gekostet, gell? Ja. Wie wär's, wenn du den Sitz doch umlegst? Oder? Achso, okay. Ja, wir haben auf jeden Fall für unterwegs ein paar Sachen gekauft. Zum Snacken und auch so für Brote zu machen. Hier hat sich der Papa Speck gekauft. Und wir machen dann, also der Papa macht dann auch später noch Schnitzel. Und wir haben uns auch einen Feuerlöscher gekauft. Man weiß ja nie, also in Österreich ist es nicht Gesetz, aber ich glaube in Ungarn, oder? Rumänien auch. Rumänien. Und ja. Vielleicht Italien auch, wer weiß. Und es ist nicht schlecht, so einen zu haben. Man weiß nie, man könnte ja immer mal was sein. Und ja, haben uns auch einen gekauft. Wir sind hier. Was? Wieso lässt du mich hier alleine? Ich habe hier ein Problem. Wie? Was denn? Du magst haben? Ja, drück mal, die Luisa kann schon sagen. Haben, mag. Hey, das macht. Doch. Hörst du nicht? Mama. What? Mama. Der Papa ist einfach weg und ich soll das Problem jetzt lösen, oder was? Aber cool wäre das schon. Ihr könnt sich das vom Weihnachtsmann wünschen, Lara. Papa, Hilfe! Sin! Komm, geh mal. Ja, du. Komm, Lara. Luisa? Ich nehme das. Ah. Ich nehme dich nicht. Mama, ich nehme das. Komm schon, Lara. Das war klar. Lara, wir nehmen jetzt nicht. Komm Lara, wir gehen für den Urlaub. Haben wir jetzt schon mal. Wir haben ein Planschbecken gekauft und ein Schwimmring. Und du hast auch ein Schwimmring und ein Ball. Was Kleines, okay, kann man nehmen. Zum Teddy sind wir jetzt auch kurz reingegangen, weil ich kaufe für die Kinder so Sachen zum Spielen während der Autofahrt, so Kleinigkeiten und dann ein Malbuch mit drauf. Haben wir noch Stifte zu Hause, Lara? Nope. Ich denke auch, dass wir Stifte genug haben. Ja. Ja, Luisa. Wieder keine Antwort.
Ja, zu Hause angekommen, haben wir den mal aufgemacht, den Kühlschrank, den wir gekauft haben. Schaut mal, der ist ziemlich winzig. Wir haben jetzt gleich unsere Kühlbox rausgeholt. Und da ist eigentlich vergleichsmäßig mehr Platz. Oder? Schön mehr. Ja, Schatzi. Was magst du haben? Ah, magst du was haben? Ja, wir bringen den dann wieder zurück. 75 Euro. Ist uns dann auch irgendwie zu schade drum, oder? Schatzi. Komm mal lieber so einen Box. Noch eine Box? Wen überhaupt? Aber so, dann reicht uns das. Lass mal das und fertig. Ja, ich war auch bei der Apotheke und habe mir meine Schilddrüsenmedikament gekauft. Was willst du denn haben? Du magst schon ein paar Pufolezzi haben. Bitte schön. Hallo meine Lieben, wir haben schon nächsten Tag. Ich habe gestern den ganzen Tag noch damit verbracht, ein Video zu schneiden, Video zu drehen und zu packen, also fertig zu backen. Ich habe auch fertig gebackt, werde ich euch gleich zeigen, wie das ausschaut. Und ich bin auch hier die ganze Zeit noch am Videos schneiden. Seht ihr, so schaut das hier aus. Überall meine SD-Karten ausgebreitet, meine Kameras und kratzen noch irgendwie alles zusammen an Dateien, damit ich alles vorbereitet habe, wenn wir dann im Urlaub sind, dass ihr einfach trotzdem Videos schauen könnt. Und ich muss jetzt aber in der Küche, weil der ich komme! Weil wir frühstücken gerade. Auf jeden Fall, schaut mal, so schaut das hier aus. Hab schon alles fertig gebackt. Diese coolen Koffer-Organizer, die werde ich euch dann in dem Video zeigen, das ich gestern gedreht habe. Das kommt, glaube ich, nach diesem Video hier. Ja, und dann müssen wir noch die ganze Dachbox vollfüllen. Und ja, das wär's eigentlich. Aber jetzt gehe ich mal frühstücken, weil Papa schimpft schon mit mir. Hallo! Da ist die Mischki. Wo ist die Mischki? Wo ist das denn? Wo ist das? What's the problem? Was gibt's zum Frühstücken? Was willst du? Mein Platz ist leer. Also Patrick isst einfach unser Abendessen von gestern. Ist das der ganze Rest? Nein. Der Patrick. Die Luisa ist eine Gurke, die Lara hat einen Joghurt gegessen. Warum ist das immer so voll gemüllt, Papa? Mama, ich bin fertig. Wo ist das? Diese Sachen, die ihr da immer auf die Fensterbank stellt, das ist von dir. Ja, das Katzenfutter müssen wir den Nachbarn geben. Ich bin gegessen vor einem Karton. Oh, Mama. Das ist von dir. Von mir? Sind das meine Einkaufstüten? Oh. Was ist denn, Lara? Hast du ausgepackt? Oh, oh. Ja, nicht gewaschen. Oh, oh. So, mal gucken, was ich essen könnte. Ich bin nicht so die Frühstückerin, aber bitte, nein, ich lasse mich halt jetzt zwingen. Frühstückerin, ja. Frühstückerin. Frühstück Karin. Frühstück. Hey, eigentlich wäre cool Pancakes. Oder Waffeln. Ich würde jetzt nicht für Pancakes, 3 Tonnen eigentlich. Aber das reicht mir schon. So, wir haben jetzt nach dem Frühstück das Auto fertig gemacht. Das habe ich auch mitgefilmt für das andere Video. Hier, die Dachbox ist rammelvoll. Das ist sich mega gut ausgegangen mit diesen Organizer-Taschen. Dann habe ich auch diesen Organizer von der Lara neu befüllt. Wir waren ja beim Teddy. Da habe ich ja die ganzen Sachen gekauft, Spielsachen. Und wir haben uns diesmal dafür entschieden, dass die Michelle da hinten sitzt. Also das wollte sie eigentlich auch so. Dann hat sie ein bisschen mehr Platz. Aber hier in der Mitte hat sie nicht so viel Platz zwischen den Sitzen. Ich meine, schon natürlich, weil sie eine zierliche Dünne ist, aber für so eine lange Streckenfahrt, dann ist es hier für sie natürlich viel bequemer. Da kann sie mit Patrick auf der Switch spielen und ja, einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit und Körperfreiheit hat sie auf jeden Fall hier. Ja, hier sitzen natürlich eine Luisa und Lara und ich sitze natürlich vorne. Aber ich werde sicher auch mal hier dazwischen sitzen, wenn mich die Mädels brauchen zum Spielen, damit ihnen nicht langweilig ist. Was ist denn? Schau, der Beef will sich auch noch von der Sophie verabschieden. Wir bringen jetzt, also wir vier. Ja, wir bringen nur die Sophie zu meiner Freundin, die auf sie aufpasst. Was ist denn? Uza, na, wir gehen jetzt nicht schaukeln, komm. Wir steigen mal ins Auto ein. Nein, das ist nicht dein Sitzplatz. Du sitzt, glaube ich, woanders, oder? Komm mit, Lisa. Komm mit. Ja, Lisa, kann ich malen? Du bist jetzt schon malen? Eigentlich ist das für den Urlaub gedacht. Lisa, nicht da. Ich darf doch ein Auto malen. Ja, mal halt. Ja, du. Aber räum bitte alles wieder schön weg. Nochmal kuscheln. Haben wir schon. Ja.
Sophie. Sophie ist außer Rand und Band. Die Esther hat sie jetzt. Oh. Ja, sie hat sie. Oh. Wir haben nur den Korb und eine Decke, weil sie hat kein Polster, weil sie zerbeißt alles. Also, hat Polster. Käse. Ui. Das ist doch was Leckeres, ha? Sie ist eine Maus. Aufregen. Aber es ist doch. Es ist doch. Angewöhnung. Ja, die Gasse ist halt blöd. Weil es so laut ist, gell? Ja. So ist es gar nicht gewohnt, so Straßenbahn. Genau. Das war auch damals so, dass ich sie dann immer. Ich gehe schon mit der Esther. Okay. Ja, damit sie dann keine Angst hat. Und dort hinten ist eine Park. Und da ging es schon, ja. Das glaube ich. Das ist halt die Gasse. Da merkt man schon einen Landhund, oder? Der ist das nicht gut. Die Hündin von meinem Vater ist auch Landhund. Und da merkt man es auch, ja. Ja. Und überhaupt im Garten. Der Lutri ist es ja gewohnt, oder? Na komm, Chef, komm, komm. Ich meine, er ist gewohnt, dass immer Hunde da sind. Sophie. Oh. Oh. Hallo Lutri, hallo mein Schatz. Habe ich dir gebracht. Sophie ist jetzt neidig auf ihren Korb. Hat sie geknurrt, oder? Wirklich? Ja. Geht eh nicht drauf ein, oder? Na gut, dann gehe ich auch. Na gut, Schatz. Ja, ich weiß. Ich glaube, wenn ich. Zugenommen, gell? Ja, voll ist einfach. Ich glaube, na, auch wegen dem Kastrieren, oder? Ja. Bei der Schiele war es auch so. Zuerst immer 5 Kilo und dann 7,5, jetzt so einfach 25. Die Hälfte vom Futter, was er eigentlich bekommen sollte. Echt? Weil er sonst zunehmen. Ja, ja. Aber er ist ja. Nein, ist schon gut. Ich glaube, wenn ich gehe, ist die Emotion ein bisschen anders, oder? Ja, da wird sie immer beleidigt. Glaubst du? Sind alle. Sophie. Glaubst du, erinnert sie sich ein bisschen? Nein, oder? Die Hunde vergessen ja so schnell, sagt man. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, vorhin hat sie mich erkannt, dann. Schaut mal, die Esther hat sogar Schildkröten und Fischis. Aber eigentlich als Futter gedacht, jetzt ist es. Hier so nette Kompagnons. Und hier ist noch eine Schildkröte. Und aufpassen, dass Sophie nicht da drin liegt, aber das glaube ich nicht. Hast du den? Schau, wenn es gar nicht geht, dann. Nein, ich glaube nicht, dass sie sich reinlegt. Da springt sie nicht rein. Außerdem so verrückt sie nicht ist. Ja, die Schildkröten sind schon groß genug. Ja. Und sie nichts machen. Ich verfehle jetzt sie nass. Voll schön. Sophie, kennst du dich aus? Wie war letztes Jahr auch hier, gell? Na komm. Also, na komm. Ich geh dann mal. Lutri chillt da unten so. Ja. Mein Kuh. Na cool. Tschüss, Sophie. Ich geh einfach selber. Ich mach die Tür zu, genau. Oder? Hier. Passt. Ich mach Leckerlis auf. Oh, was sag ich da? Wo ist die Esther? Was sind das schon? Tschüss. Sophie, komm. Geh mal zu Esther. Fein. Oh. Oh, Sophie. So, ich geh jetzt. Oh, Baby. So, die Sophie haben wir jetzt gut behütet weggegeben, aber es ist immer noch ein bisschen gut, Sophie. Der Papa ist ganz traurig, oder?
Nein, nicht ganz. Nein, wir wissen zumindest, dass sie bei der Esther es mega gut hat. Also letztes Jahr war da so ein Vorfall, wo wir es zuerst bei der anderen Freundin hatten, die mit ihr nicht so gut klarkam. Und dann hat sie die... Ich weiß nicht, ich glaube gerade aus, ja. Und dann hat sie die Esther schnell genommen, also am zweiten Tag und so, dann hat sie Sophie echt gut gehabt. Sie haben hier ein richtig großes Haus mit einem Pool. Sie hat sogar den Hundepool aufgebaut und einen Garten gibt es auch. Und die Esther ist so eine Tiernäherin, die hat immer Hunde zur Betreuung. Ja, die macht es einfach freiwillig, die macht es nur für ihre Freunde. Das ist ja ein anderer Beruf. Aber ja, sie passt so süß auf. Und ja, Sophie hat sogar einen Spielfreund da. Ah ja, und Sophie hat ein bisschen geknurrt, als ich den Hund gestreichelt habe, sie gesehen, hat sie geknurrt. Und als ich den Korb hingelegt habe und er ein bisschen näher dem Korb von ihr gekommen ist, hat sie auch geknurrt. Achso? Ja, mein Korb. Eins musst du wissen. Da war es. Da schlaf ich. Aber ich glaube, das wird sich eh legen, weil am letzten Urlaub haben sie sogar zusammen in einer Hundebox geschlafen. Also sie haben sich zusammen reingelegt. Achso? Ja. Sophie hat sich zu ihm hingelegt. Ich verstehe sie. Das wird schon. Die Esther meint, dass sie am ersten Tag schon traurig sein wird. Also ein bisschen, bis sie sich dran gewöhnt, die erste Nacht. Aber ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Ich muss noch Videos schneiden und dann... Der Papa muss noch kochen. Der macht nämlich noch Schnitzel. Und haben wir noch irgendwas zu tun? Und Salat. Wir essen am Salat und Schnitzel unterwegs. Genau. Und sonst? Und dann noch... Packen, gepackt haben wir ja schon. Die Kühlbox muss man auch noch packen. Die Kühlbox reinigen. Ja. Was ist mit dir, du Fuß? Ja, na gut, meine Lieben, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann in Italien.